Ey, meine Freunde, und was geht ab? Mein Name ist XCube und du siehst hier ein MW2 FFA-Gameplay mit der Farmers. Auf welcher Map? Keine Ahnung. Und ja, heute habe ich mir mal so ein dickes Thema eingepackt. Aber erstmal super Modus. Ich muss sagen, erstes Spiel mal wieder seit langer Zeit MW2 und es hat einfach derbe gebockt. Weil es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig. Und ich kann euch schon mal eins sagen, wir haben gewonnen. Ob wir positiv waren, glaube ich nicht, keine Ahnung. Nulle Plano. Und dann würde ich erstmal sagen, ja, was habe ich für ein Thema eingepackt heute? Ich habe mir heute mal einfach ganz einfach ein Thema eingepackt, was mir einfach derbe auf den Piss geht, sage ich jetzt mal so hochdeutsch. Und ganz einfach das Thema, jeder weiß, die Xbox One ist draußen, ja? Und jetzt kommen die einigen wahrscheinlich, oh, Xbox One! Jetzt redet er wieder über die Xbox One. Nein, ich rede über die Xbox One, PS4 und den PC. Wobei ich mich jetzt richtig angepisst fühle von den Leuten, die jetzt gleich sagen, Xbox One ist doch scheiße, kauft euch eine PS4. PS4 ist doch scheiße, kauft euch eine Xbox One. Ey Leute, beide Konsolen sind scheiße, holt euch einen PC. Das ist nicht meine Meinung, das sind dies, was du in jedem Ding hörst, wenn jemand davon redet, er hat eine Xbox One oder sonst was, ja? Das ist einfach zum Ankotzen. So Leute, ich möchte euch mal eben was erzählen, was mir wirklich auf den Piss geht und wo ich möchte, dass ihr da mitmacht, dass es einfach nicht mehr so krass vorkommt. Jedes Mal hört man, wenn eine neue Konsole rauskommt, Next Gen, und ich werde mir die Xbox One kaufen. Ja, die Xbox One ist doch scheiße, hol dir doch die PS4. Und das gleiche machen die Xboxer, ey, ich hab eine PS4, ja, was willst du mit so einem Dreck, kauf dich eine Xbox One, die macht viel mehr Spaß. Leute, es ist eigentlich scheißegal, was ihr euch holt, ja. Jeder sollte seine eigene Meinung haben und sagen, ey, Leute, nicht, dass ihr die Xbox One oder so scheiße findet, sondern, ey, ich komme mit der Xbox One nicht so zurecht. Ich muss echt sagen, ich finde die PS4 besser. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Meine Meinung kann ich mir noch nicht beurteilen, weil ich beide Konsolen noch nicht habe, die ich mir beide aber kaufen werde. Jedenfalls, es muss eure Meinung sein. Nicht ein Gerät schlecht machen. Die Meinung zählt. Und nicht das, was die anderen sagen. Ich würde jetzt niemandem von euch sagen, kauft euch dies oder das. Kauft euch die Konsole, wo die meisten Freunde von euch zum Beispiel online sind. Oder spielt mit denen. Weil ich kann euch sagen, ein Battlefield-Spiel wird euch mehr Spaß machen, wenn ihr mit anderen zusammenspielt. Genau wie es mehr Spaß machen wird, also die COD-Teile vielleicht auf der Xbox zu spielen, wenn deine ganzen Kollegen COD spielen. Es macht immer mehr Spaß mit mehr Leuten und nicht alleine. Alleine ist eigentlich, okay, alleine spielen macht manchmal Spaß, das tue ich auch ganz gerne, weil man einfach seine Ruhe hat, einfach mal auf den herrlichen Sound achten kann. Aber man kann nicht immer alleine spielen, wenn man dann mit jemandem zusammenspielen möchte, am besten auf der Konsole. Der Unterschied ist eh scheißegal. Und dieser RPG-Typ, der ging mir die ganze FFA-Runde auf den Piss, ja? Aber sowas von. Aber egal, ich möchte mich jetzt über den nicht auslassen. Ich raste hier gleich eh aus wegen PS4 und Xbox One etc. Und ja, die PCler werden auch immer sagen, ey, die beiden Geräte sind scheiße. Ich kann meinen PC aufwerten, egal was rauskommt. Ich kann es besser machen. Es geht ins Geld, ja. PC-Grafik, muss man wirklich sagen, ist besser als auf Xbox One und PS4. Da kann ich euch schon mal versprechen, vor allen Dingen, weil ich schon die ersten Videos von der PS4 gesehen habe, vom Gameplay und sonst was. Genau wie von der Xbox. Und ich werde euch sagen, die Grafik auf PC wird immer besser sein, weil du sie einfach nicht toppen kannst mit einem Gerät, was meistens überleg mal, die Xbox 360 und die PS3 waren, ich glaube, 6 oder 8 Jahre waren die auf dem Markt, ja. Wie willst du da die Grafikverhältnisse von dem PC toppen, den du jede Zeit ausrüsten kannst? Das geht einfach nicht. Und wer jetzt sagt, PS4 trotzdem eine bessere Grafik, dann halt mal die Schnauze und lest hinten einfach auf der Verpackung mal, was da drauf steht. Und was für eine Grafik und was du für Grafikkarten kaufen kannst. Da wirst du merken, dass die PS4 einfach die PS3 einfach veraltet ist und deswegen die PS4 rauskommt. Ja, und das ist einfach, ob ich mir alle 3 Jahre meinen Rechner aufwerte für, sagen wir, 200 Euro. Oder ob ich mir alle 4 Jahre eine neue Konsole für 500 bis 600 Tacken kaufe. Ja, das macht vom Geld keinen Unterschied, ja. Dazu kannst du auf PC die Spiele um einiges meistens günstiger kriegen oder sie gehen meistens günstiger runter. Das ist einfach so. Das müssen die Leute jetzt auch selber einsehen, dass es einfach ein Schwachsinn ist, sich da aufzuheizen mit Xbox One ist besser, PS4 ist besser. Diese ganzen Meinungen. Sagt einfach, meine Meinung ist, ich finde die Xbox One besser. Meine Meinung ist, ich finde die PS4 besser. Und meine Meinung ist, ich bin ein PC-Spieler, aber flamet nicht die anderen Konsolen zu. Denn die Konsolen können nichts dafür, dass ihr meint, ja, der ist einfach verschwunden. Habe ich auch noch in den Boden geguckt, ob der einfach abgetaucht ist. Aber no! Jedenfalls eure Meinung, erzählen eure Meinung, wie ihr es findet.
Es sind nicht die Meinung von anderen. Und jetzt möchte ich nochmal eben was sagen. Ich werde es nicht verlinken, aber es gibt so ein super Angebot. 249 Euro für eine Xbox One. Ja, Leute. 249. Denkt doch mal nach, das funktioniert nicht. Und alle, die da jetzt gekauft haben und sagen nachher, ich wurde verarscht, dann sei einfach selbstverdient. Logisch denken gehört doch dazu. Wie soll eine Konsole, die gerade rausgekommen ist, die normal 449 kostet oder so, plötzlich 249 kosten? Ja, das wäre eine Rechnung von, ja, Hirnschaden. Vor allem 249 sind allein in der Xbox One locker verbaut, weil es ist nicht viel teurer. Es gibt nur einen 50% Aufschlag, von den Dingskosten, von den Verkaufskosten. Und das ist kein großer Gewinn, den sie mit einer Konsole machen. Überlegt mal, so eine Konsole, für die Herstellung brauchen die für ein Gerät vielleicht schon 300 irgendwas Euro. Weil jetzt sagt, das sind doch alles Billigprodukte. Ja, es sind's. Aber überlegt mal die ganzen Zusammenbauten, die ganzen Maschinentechnik, Strom, alles drum und dran. Da kommt ihr locker auf so einen Preis. Ihr werft immer mit Geld um euch, was ich auch schon gesagt habe mit dem Sponsoring, was die da bezahlen. Achso, übrigens, nice zu dritt da hinten sich eingegeben. Jedenfalls, wenn ihr mal genau rechnet, das funktioniert einfach nicht und geht nicht direkt auf. Das ist logisches Rechnen und ja, ich kann es einfach nicht fassen. Ihr kommt einfach mit den Geldrechnungen nicht klar. Ich weiß auch nicht, wer diese Sachen immer aufstellt, die Vermutung, ja, mit dem Geld. Ich glaube mittlerweile, das sind irgendwelche 12-jährigen Kinder. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder 12-Jährige nicht rechnen kann, aber das sind einfach 12-jährige Kinder, die einfach denken, ey, YouTube, du verdienst damit Massen Kohle. Und das gleiche ist mit dem Konsolenbau und sonst was. Das stimmt einfach nicht. Wenn man keine Ahnung von Geld hat, soll man es lassen, sein Taschengeld lieber der Mom geben und die soll sich dafür erstmal Brustersatz oder sonst was kaufen, bevor ihr da einfach mit Geld rumschmeißt. Das ist einfach Geldausgaben, die nicht einfach so sind. Ihr meint, das Geld der Welt ist einfach geschenkt. Nein, ich muss zum Beispiel arbeiten, damit ich mir das leisten kann, was ich mir gerade leisten kann, ja? Okay, meine Familie fährt beispielsweise einen Mercedes oder sonst was, ja? Das heißt aber nicht, dass ich mir auch einen Mercedes leisten kann. Du bekommst nicht alles in den Arsch gesteckt und viele kriegen es einfach nicht wahr im Kopf, dass Geld einfach kein Massenprodukt ist. Aber egal, für viele ist das Geld ja einfach so zum Wegschmeißen und sonst was. Ihr werdet es irgendwann sehen, wenn ihr denn arbeiten dürft, was für Anstrengungen eigentlich dahinter steckt. Und ja, ich habe ihn zum Anfang nicht gesehen, aber doch noch erkannt, dass er da so wunderschön im Busch stand. Ich muss wirklich sagen, das ist ein hammergeiler Bug mit dem Busch. Der ist mir echt voll spät aufgefallen, weil du die Kiste nicht siehst. Und da lag dann plötzlich irgendwo eine Kiste. Aber egal. Das ist einfach so etwas, was mich ziemlich aufregt. Und ich bitte euch einfach, Leute. Könnt ihr nicht einfach sagen, meine Meinung ist, und bevor ihr da alles zuflamet, ja. Und die RPG-Typ, Alter, wie kannst du dich RPG nennen und schießt mit der RPG, du fucking Noob. Egal. So, und das regt mich einfach auf und es ist einfach, ihr könnt eure Meinung haben. Müsst die Meinung den anderen Leuten aber nicht direkt in den Hals schieben. Wie eurem Penis der Frau sonst wohin, ja? Das ist einfach ein Thema und ich weiß, ich rede wieder dieses asozialsprachliche Engagement, um das mal so zu sagen. Aber ja, ich tue es einfach, weil wenn ich mich aufrege, werde ich asozial und es ist einfach so. Genau dieses ist meine Meinung und es ist auch asozial, über eine Konsole zu lästern, für die Xbox da jetzt, die noch nicht raus ist. Ich habe die PS4 noch nicht gesehen, genau wie die PS4-Leute noch nicht über die Xbox One ablästern können, wenn sie noch nicht draußen ist. Und man kann allgemein über die Konsole nicht ablästern und ich finde es einfach sowieso sinnlos. Und da hat er mich schon wieder mit der RPG gekillt, der Typ ging mir sowas von auf den Piss. Aber das war mir da ziemlich egal und ja, ich habe mir jetzt hier gekämpft, damit ich noch gewinne. Aber das ist mir eingefallen. Okay, jetzt erstmal bücken und weg mit ihm. Das war ein nettes Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal wieder unter anderen Videos vorbei und lasst mal ein paar nette Kommentare da. Würde mich freuen, mit euch ein bisschen zu diskutieren über diese Themen. Aber dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adios. Exkim meldet sich ab. Gleich nach dem Outro. Tschüss. Bist du nicht dumm, hast was im Kopf, dann drücke jetzt bei XBCube den Abonnieren-Knopf.